Moin und willkommen zu Sondelsüchtig. Ja, ich bereue es gerade so ein bisschen schon wieder aus den Niederlanden zu Hause zu sein, denn es regnet den ganzen Tag und so wirklich prall ist es nicht. Wir waren ja in Holland auf der Detector World und ich muss sagen, echt, da waren die Götter super gnädig. Wir haben blauen Himmel, Sonnenschein, bisschen Wind gehabt, die Funde waren super. Und jetzt komme ich wieder nach Hause, war gestern Abend noch schnell mit dem Robby unterwegs, weil sie ja heute Regen angesagt hatten. Und ich muss sagen, es kam wieder rein gar nichts, also so wie man das eigentlich aus meiner Gegend kennt oder kaum bis gar nichts. Nichtsdestotrotz wollte ich euch einen kleinen Zusammenschnitt machen, wie es auf der Detector World war. Wir sind ja Freitag nach Holland gefahren, waren also Samstag, Sonntag vor Ort und ich muss sagen, mir hat es gut gefallen. Es waren richtig viele Leute da, die man schon kannte von den ganzen anderen Rallyes. Es waren viele neue Gesichter dabei, die man kennengelernt hat, jede Menge Spaß. Und es ist leider so, dass ich dann halt auch immer viel unterwegs bin. Das heißt, ich filme nicht allzu viel. Also ein bisschen vom Gelände werdet ihr sehen, ein bisschen von der Rallye, ein bisschen Blödsinn. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Ihr habt ein bisschen Spaß oder und kriegt einen kleinen Eindruck, wie die Tage für uns waren. Also, ich wünsche euch viel Spaß dabei und schön, dass ihr eingeschaltet habt übrigens und wieder mit dabei seid. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, wir legen los! Willkommen zu Sondersüchtig. Wir sind hier auf dem Detective World. Und der Amaro war so nett und hat uns hier hingefahren. Wir sind momentan, wie man sieht, die einzigen an Feld 5. Denn hier, wie ihr seht, ist da Feld 5. Mein Pro hat sich gerade verabschiedet. Und es gibt heute drei Felder. Ein riesiges, das ist da hinten irgendwo. Da waren hunderte von Leuten unterwegs. Und voll geil. Wir sind jetzt hier und mal gucken, was hier überhaupt geht. Ne? Hier so mit 6 People. So, das heißt, wir gehen jetzt mal eine Runde buddeln. Sehr gut. Ralf hat eine Münze gefunden. Ansonsten ist bis jetzt noch ein bisschen mau. Ich habe jetzt mal einen 73er, deswegen habe ich euch mal dazu geholt. Also hier liegt unwahrscheinlich viel Folie. Aber ich habe jetzt irgendwo... Ah, ich auch! Eine Münze. Cool. Ja, wir haben uns jetzt gerade so ein bisschen verteilt, aber das ist ja auch normal beim Sondeln. Henrik ist eigentlich ganz gut dabei, der hat schon 2 gefunden. Ich habe jetzt gerade auch einen gefunden, Token mit der Nummer 4. Und diese Token kann man dann, glaube ich, einlösen, so wie ich das mitgekriegt habe. Beziehungsweise auf diese Token werden dann die Preise verlost. Also hoffe ich, dass ich noch ein paar von den Dingern finde. So, Ralf räumt da hinten Münze für Münze ab. Das ist jetzt Nummer 3, glaube ich. Und also es ist noch relativ leer hier, aber so langsam kommen ein paar Leutchen dazu hier. Aber richtig geil, endlich draußen und in Ruhe sondeln. Ich habe jetzt seit Wochen schon eingeklemmten Nerv, deswegen ist auch nichts gekommen von mir. Aber tut echt mal wieder gut draußen zu sein, ne? Also, ich melde mich beim nächsten Fund. Jetzt ist gerade der Shuttle-Service eingetroffen. Hier der Daniel, der holt uns ab. Habe ich das Mikro überhaupt angemacht? Ja. Ja, wir sind darüber gesprungen. Kannst du? Ja, ich mach mal. Ich hol mal so das und jetzt. Letztes Jahr doch auch schon. Mach so, dann jetzt bitte. Ich weiß genau, dass ich mit dem Gesicht voll in der Brennnessel. Ja, bin ich auch fast. Kamera an. Bist du blöd, Alter? Geh da drüben drüber, das sind Brennnesseln. Verarscht mich, ich dachte, ihr seid hier rübergegangen. Hallo, da ist ein Ausgang. Komm, Alter, Mann, ich helfe dir. Jetzt rutscht Ding noch ab hier. Verarschst du mich auch nicht auch des Öfteren? So, guck. Also, wie ihr sehen könnt, ist da vorne auch ein offener Übergang. Das sind nochmal 10 Meter mehr, ne? Hast du gut gemacht, Ralf. Dafür hast du auch noch Silber gefunden, du Sau. Ja, bei uns geht es jetzt ab zum Festgelände. Und 19er. Das ist ein 20er, 21er. Das muss 2022 sein, ja. Den mache ich auf jeden Fall schön elektrisch. Ja, hier, der Mechaniker kriegt Werkzeug. So. Also, ich melde mich von der Messe nochmal. So, ich glaube, wir müssen uns eigentlich erstmal irgendwie sauber machen. Sieht nur aus, ganz schlimm aus hier.
Ja, hier, guck mal, ne? Der Daniel ist voll mit Marienkäfern. Echt? Ja, hinten alles voll. Nein. Wir sind wieder vom Feld zurück. Es war jetzt nicht so der Burner. Und wir nehmen euch jetzt mal ein bisschen mit hier über die Messe. Denn jetzt ist hier noch nicht so wirklich viel los. Und wir können mal hier schauen, was hier den Händler so im Angebot haben. Hier übrigens mit dem Bärtigen und dem Nichthaarigen. Und ja, sind viele Marken vertreten. Also es gibt hier eigentlich für jeden was. Weil ihr wisst ja, ich bin... Oh, hier, guckt mal. Messer! Wollt ihr jetzt wegen dem Trump nochmal gucken? Oh, schmeckt es? Muss ich fragen. Jocelyn. So, guck mal, darfst du mit aufs Video. Echt? Nimm sie kaputt. Ich nehme lieber die hübsche hier. Ja, am Stand von Relikte solltet ihr eigentlich alle kennen. Super Online-Magazin. Gibt viele draußen, ich weiß, aber eins der guten. Und vor allen Dingen war ich in Ausgabe 2. Ja. In Ausgabe 2 war sogar ich drin. Mit meinem Dolch und... ja, lohnt sich doch. Ich will Zeit für was Neues. Ich muss erst mal was finden. Ja, guck mal hier. Einmal lächeln. Hada. Das war schon lächeln genug. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, ne, schaut mal online bei Relikte rein. Wirklich gut. Und vor allen Dingen wirklich ganz, ganz nette Leute. Die verpflichten mich immer, ganz nette Sachen zu sagen, sonst werde ich nach Polen verschleppt. Ja, da, ihr seht schon, er hat den hinterm Rücken hat er schon die und der Schlägertrupp steht bereit. Aha. So, erster Einsatz von der Shorty Cam. Erster Einsatz von der Shorty Cam. Gleich gegen die Sonne. Shorty Cam, oh. Henrik. Das Beste zum Schluss. Shorty-Cam. Ja, ich befinde mich hier gerade am Route-Stand und wie sich einige von euch erinnern, bin ich ja mit meiner Route unwahrscheinlich gerne gelaufen. Und jetzt habe ich gerade die Produzenten vom Routus getroffen und ich habe mal gefragt, ja, was generell geplant ist, also wie das Jahr gelaufen ist und was Neues geplant ist. Und wir werden jetzt Englisch reden, das heißt, ich werde euch das Ganze übersetzen. Denn ich habe ja gehört, es gibt einen neuen Detektor und ja, also braucht ihr euch keine Sorgen machen, ich übersetze euch das Ganze und ja. So, as we talk together, so you know, I really like the Routus Alter 71 and I heard you want to make a new one next year. So I heard about that you plan to do a new detector, a new upgrade. Is it similar or is it something really completely new from design and... We are planning next year to start to produce a waterproof version of Alter 71. Ah, okay. I think that this is the best name for this project. Yeah. Because many people just now in Europe starting searching in the water. It is becomes more and more popular, and many clients are asking about the waterproof version of our detectors. I really think it's important, even if you don't go to the water, that you can handle this machine in rain and you don't need to bother that it can get water inside. So that was a really thing I really liked. So did you plan to make it for the salty water or for every water? Because many machines have a little bit problems with salt water. So did you plan on... Is it maybe for North Sea that I can search in deep black sand? We in Poland and you in Germany on the Baltic coast, we have white sand. Ah. In the North Sea there is a black. Yeah, we have the black sand. Black sand and the magnetic stones. Ah, okay. There are different situations. I think that most important is the ability to search in the. In the lakes. Okay. Ah, okay. For normal jubilee hunt in the. Yeah, okay. Exactly.
So how deep will it be waterproof? So is it there like 3 meters depth or? 3 meters it is not necessary. Most important is that the user is able to search this deep. Oh, okay. Most of people are so you don't need to dive? Yes, of course. Just to this deep. Yeah, I it know. It means waterproof up to 2 meters is really enough. Okay. Ja, er erzählt gerade, dass das Gerät wasserdicht sein wird. Es ist jetzt an den polnischen Küsten natürlich so, dass sie weißen Sand haben. Also im Baltikum ist ja eher weißer Sand und nicht so schwarzer Sand wie bei uns, zum Beispiel an der Nordsee. Und als ich gefragt habe, ja, wie viel Wassertiefe, hat er gesagt, es ist also Brusthöhe, ist ja eigentlich auch das, was wir zum Beispiel in Badeseen suchen und so weiter. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie das Gerät wird. Und es wird halt so gesehen ein Nachfolger, wird aber, glaube ich, nicht an das Design angelehnt sein. Das heißt also, wir warten mal nächstes Jahr ab. So, when did you think about when you will release it? In the spring, in the summer, so some direction for it? It will be not so so soon. Okay. Will be not so soon, I think it will be end of next year. Okay. Also wir können jetzt ungefähr Ende nächsten Jahres mit dem Gerät rechnen. Das heißt, wir schauen mal, was kommt. Und ja, ich fand es sehr spannend. So, thank you for the interview. Thank you very much. I'm really happy to see something new. So, thank you. I will be next year. Die beiden solltet ihr kennen, die Diggers. Das ist der Ringmaster. Hallo. Ich habe sie hier noch oben drauf. Und der King, Georgi. Der König. So, und ja, die wollten euch mal eine Message sagen, und zwar, wir sind... Sondersüchtige. Sondersüchtig, genau. Yeah. Wir sind sondersüchtig. Ja, wie gesagt, schaut bei den beiden mal rein, die solltet ihr erkennen. Englisch könnt ihr, die meisten zumindest, und ja, Dankeschön. Bitte. Diese nicht schämen, hier einfach meine Video-Footage zu unterbrechen. Natürlich bin ich nicht ohne Funde nach Hause gekommen, denn ja, wer so lange auf den Feldern unterwegs ist, der findet natürlich auch was. Und ich möchte euch mal ein paar Sachen zeigen. Also dieses hier, das sind die Jetons, die vergraben wurden. Und auf diesen stehen eine Nummer drauf und die wurden dann abends per Zufallgenerator gezogen. Das heißt, die sind jetzt eigentlich nichts mehr wert. Dann, ja, eine kleine Schuhschnalle ist gekommen. Ein Schnallenrest. Ich mache mal ein bisschen raus, dann seht ihr ein bisschen mehr hier. Wehrmachtsknopf hier vorne. Die kennen wir eigentlich auch von uns her. Ich hatte das hier vor, ja, schafft das. So. Ein paar Münzen, ein paar holländische. Kuhmarke ist gekommen. Die Münzen sind eigentlich alle ziemlich platt. Denn hier, wenn man hier mal guckt, also die sind leider, ja, wie bei uns auch, wenn da zu viel Gülle drauf ist, dann gehen sie kaputt. Auf manchen kann man noch ein bisschen was erkennen, manche sind noch nicht so alt. Und jetzt muss ich mal gucken, wo sie ist. Ich habe meine kleinste Münze mit dem AT Pro gefunden und jetzt finde ich die hier nicht mehr drin wieder. Ich weiß gar nicht, wo ist die das gewesen? Ich glaube, die war es hier.
Das ist somit eine der kleinsten Münzen, die ich je gefunden habe. Weil so kleine gibt es bei uns gar nicht, außer so Silberlinge. Dann interessant ist, ja, ne? Ein Stück Kerzenständer. Da wird eine Kerze drin gewesen sein. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Das finde ich richtig cool, das Ding. Und besonders interessanter Fund für mich ist das hier. Der Marco wollte bessere Bilder haben, deswegen zoome ich mal so ein bisschen für euch ran. Und zwar habe ich erst gedacht, das ist Schrott, habe das aber in meine gute Tasche gepackt, so wie ich es ja dann des Öfteren mache. Und dann habe ich hier oben an der Ecke dieses kleine Symbol gesehen. Seht ihr? Da habe ich gedacht, hä, was soll das denn sein? Weil wenn du es umdrehst, schon kaputt gebogen und geknickt. Und so, und dann habe ich das zur Seite genommen und habe hier mal reingeguckt in den Rand. Und da kann man tatsächlich noch eine Jahreszahl erkennen. Das heißt also, das hier oben dran ist tatsächlich eine Münze. Mann, habe ich wieder saubere Fingernägel. Aber da gilt der Leitspruch, immer Dreck unterm Nagel. Also die Münze wird von 1700 noch was sein, habe ich irgendwo gelesen, hier auf der Ecke. Und ja, auf jeden Fall ein cooler Fund. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung. Generell wurde viele gute Sachen gefunden. Bechergewichte und Münzgewichte haben die Leute gefunden, jede Menge. Und ja, also es ist schon was zusammengekommen. Dann hier eine Münze von 1700. Eine Öhr ist das, 69. So hat das Buddeln halt Spaß gemacht, ne? Ganz ehrlich. Also ihr seht, ich bin nicht ohne Funde nach Hause gekommen. Das war genug für alle da. Und ja, schön war's. Habe ich sie doch noch gefunden. Das ist die kleinste Münze, die ich hatte. Guck mal. Die war ungefähr auf 20 cm. Die kam ganz schlecht rein, so mit 48, 49. Also man hat sie ganz eben nur noch gehört. Und trotzdem gefunden. Irgendwas kann man noch drauf lesen, aber auch nicht mehr ganz so gut. Na, vielleicht finde ich noch raus, was das war. Ich glaube, ein halber Cent oder sowas. Das war auf jeden Fall die kleinste, also so wie so eine Fingerkuppe. So, der Helikopter ist weg, das heißt, ich kann jetzt wieder vernünftig reden, sodass man mich auch hört. Im Großen und Ganzen war die Detector World gelungen, also es gab natürlich ein oder zwei andere Verbesserungsansätze, die man bestimmt in Zukunft ändern wird, aber im Großen und Ganzen hat es uns allen gefallen. Wie gesagt, viele nette Leute, es war super harmonisch alles. Für mich war wichtig, ich kann den ganzen Tag buddeln. Ich war 6 Stunden am ersten, 4 Stunden am zweiten Tag mit Freunden unterwegs sein, tolle Funde machen, ja, Preise gewinnen oder einfach nur ein bisschen über Geräte schnacken. Wo wir über Geräte sind, natürlich konnte man an den Ständen auch sehen, was uns erwartet, sei es jetzt Ende des Jahres oder im nächsten Jahr an Metalldetektoren von verschiedenen Marken. Kommt einiges auf uns zu und ich würde sagen, es kommt eine spannende Zeit. Jetzt wird es ja wieder ein bisschen ruhiger, das Wetter wird schlechter. Das heißt, jetzt fängt Freibadsaison an, Spielplatzsaison bei mir. Und mal gucken, was vom Winter noch so geht. Ich hoffe, ich sehe euch ja, so bald wie möglich wieder, dass ich halt rauskomme und euch irgendwas Schönes zeigen kann. Und ja, danke fürs Zuschauen. So, es fängt an zu regnen und da ich aus Kinderschokolade bin, wie man sieht, muss ich leider rein. Also, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei seid. Und immer daran denken, immer sonnensichtig bleiben und allzeit gut Fund. Und Ralf, dir gebe ich nie wieder die Shorty-Cam. Nie wieder.